Dann wollte ich noch über einen Bruder reden, inshallah. Weil, Brüder, das, was wir gerade gesprochen haben, das ist eine sehr wichtige islamische Charaktereigenschaft. Wirklich. Dass man aufpasst, dass man nicht alles, was man hört, sofort weitertratscht. Ja, dass man nicht, das ist sehr unterschätzt, das ist eine wichtige Sache, eine wichtige Ermahnung. Ja, die Medien kommen, erzählen was und die Muslime stehen direkt alle in einer Reihe. Ja, ja, wir distanzieren uns, der ist schlimm. Ja, es ist zum Heulen, ist das. Ach, das hätte es bei den zur Zeit des Propheten a.s. nicht gegeben, ach, dass die Kuffar irgendwas erzählen und dann stehen die Muslime in einer Reihe und sind sofort den Muslimen in den Rücken am Fallen. Die hätte man sofort gedacht, das sind bestimmt Munafikun. Ja, ohne Quatsch. Ach, normal musst du für deinen Bruder nach einer Ausrede suchen. Und deswegen wollte ich noch was anderes besprechen. In Frankfurt gibt es einen Bruder, der ist Abdul Latif Ruali, Sheikh Abdul Latif, bekannt. Der hat ein Geschäft dort. Der hat ein Geschäft dort, wo er bestimmte Artikel verkauft und so weiter und so fort. Sie haben vor längerer Zeit, ich glaube, das ist jetzt schon fast 2 Jahre her, seinen Verein zugemacht, Dawah FFM. Und die haben, mashallah, sehr erfolgreich Dawah gemacht. Und da ging es richtig vorwärts. Und mashallah, das ist ein ganz feiner Bruder, wirklich. Ich habe ihn 2-3 Mal persönlich kennengelernt. Sehr nett, sehr gut nach Lag, sehr, sehr vernünftig, mashallah. Und auch jemand, der wirklich für die Religion liebt. Wallahu zaki ala Allah ahdan. Und ich kann vor Allah niemanden reinsprechen. Ja. Aber unser Eindruck, den wir haben oder den ich habe, ist, dass er ein ganz, ganz feiner Bruder ist, der sehr wertvoll ist. So. Wie gesagt, er hat Dawah in Frankfurt sehr viel nach vorne, er hat die Dawah in Frankfurt sehr stark nach vorne gebracht. Und wie es so ist, versucht man erfolgreiche Dawah-Arbeiten immer zu bekämpfen. Das ist normal. So war es beim. So, es gibt nur 2 Möglichkeiten, dass deine Dawah nicht bekämpft wird. Möglichkeit Nummer 1, du bist uneffektiv. Möglichkeit Nummer 2, du rufst zum Batil, zum Falschen. Du rufst zum Mülleimer. Warum? Weil selbst wenn du in kleinen Kreis ganz geheim redest und keiner kriegt, ganz geheim redest du triffst dich nur in einem geheimen Raum mit einer Gruppe, wenn du Erfolg hast, die Shayatin sind anwesend. Und diese Shayatin der Djinn werden die Shayatin der Ins, also die Djinn-Satane, werden die menschlichen Satane auf deine Fährte bringen. Auf jeden Fall wurde der Verein geschlossen, er hat seinen Job verloren, der war Hausmeister gewesen und dann hat man ihm nachher noch das Auto weggenommen, alles drum und dran. Jetzt hat er einen Laden aufgemacht, wo er Tijara macht, Handel, der verkauft Sachen, ich glaube Parfüm und so weiter und so fort. So, guck mal, wie die Geier, wie die auf der Lauer sind, wie die Geier. So. Da haben sie wohl gefunden, dass er dort Semsemwasser verkauft. So. Und Semsemwasser darf man wohl nicht verkaufen. Ich will euch eine Frage stellen. Wer von euch wusste, dass man Semsemwasser nicht verkaufen darf? Wer wusste das? Gab's ihn? Ich wusste es auch nicht. Also, das heißt, kein einziger weiß, dass man das nicht verkaufen kann. Darf, so, und er hat das verkauft. Er hat das von einer Firma aus Belgien genommen. So, wenn wir das hören, weil das wird jetzt gesagt, ja, Betrug, ah, weil sie wollen das so darstellen, ja, guck mal, Islamprediger und betrügt und bla 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 bla. Guck mal. So, keiner von uns wusste, dass man Semsemwasser nicht verkaufen kann. Also schließen wir daraus, dass der Bruder Abdul Latif wahrscheinlich im Handel in Belgien irgendwo gesehen hat, ah, da kann man Semsemwasser kaufen und später verkaufen und gar nicht wusste, dass man das nicht verkaufen darf. Das weiß ja nun nicht jeder. Es gibt Sachen, die weiß jeder. Zum Beispiel, dass man nicht klauen darf, weiß jeder. Dass man niemanden vergewaltigen darf, das weiß jeder. Das sind alles Sachen, die jeder weiß. Aber du weißt doch nicht unbedingt, wenn du in einem Großhandel in Belgien siehst, dass jemand Semsemwasser verkauft oder ein bestimmtes Produkt verkauft, dass dieses bestimmte Produkt in Deutschland verboten ist. Aber worum geht's hier? Das ist, deswegen verteidige ich das. Weil wir müssen die Ehre der Brüder immer verteidigen.
Das ist sehr wichtig, dass man darüber redet, bevor dann wieder irgendwelche Muslime in der Reihe stehen. Wir distanzieren uns. Ja, dass sie dann wieder in der Reihe stehen und sich distanzieren. Wir müssen sagen, hey, wir müssen den Bruder unterstützen. Und deswegen sage ich auch an allen Brüdern in Frankfurt, ja, googelt mal bei Google News, gibt der Salafisten ein, da findet ihr schon irgendwo. Und dann geht den Bruder unterstützen, jetzt geht er erst recht zu seinem Laden. Die wollen ihn platt machen, geht erst recht zu seinem Laden und kauft was. Und ich schwöre bei Allah, ich habe mit dem nicht geredet. Ich habe noch nicht mal seine Telefonnummer an meinem Handy. Wenn einer will, der kann jetzt hier gucken, Namen, und kann durchscrollen und gucken, ob er den Namen Abdul Latif findet. Ich hab mit ihm eigentlich gar keinen Kontakt. Aber es geht um die Wahrheit. Und hier möchte ich noch etwas sagen für die Brüder in Frankfurt. Der Bruder, der macht ab und zu Unterricht. Mit dem kann man auch über religiöse Fragen reden. Wenn ihr in Frankfurt seid, geht zu dem Bruder und fragt ihn mal, wenn ihr religiöse Fragen habt, könnt ihr ihn gerne Fragen stellen, weil er beherrscht die deutsche Sprache und da könnt ihr von ihm, inshallah, profitieren. Was ich nochmal sagen will, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir immer zu unseren Geschwistern stehen. Wallahu fi auni al-abd, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah hilft dem Diener, solange wie er seinen Bruder hilft. Wir müssen zu unseren Brüdern stehen und hinter unseren Brüdern stehen. Und nicht sobald der angegriffen wird von Müller, Meier, Schmitz, Hans und Franz, dass wir uns direkt in die Löcher verstecken. Und das ist eine Krankheit, die leider heutzutage hier in der Umma sehr extrem verbreitet ist.